der Plan. Noch einmal Shalom Aleichem, Reb Dovid. Und die weiter sagen, Shalom Aleichem, Herr Professor Reb Dovid. Shalom Aleichem, Herr Rab, Professor Dovid Katz. Wie viel seid ihr Rabbi, wie wird seine Reden sagen? Ja, aber Professor bleibt hier, können Sie das wegnehmen. Ihr habt gefragt, eine Scheile, eine Frage, wie wird besser, ja, wird Jiddisch besser, kommt es ruhig. Mit der Zeit wird das alles gemischt und vermischt. Aber Jiddisch bleibt Jiddisch. Was für ein Cholem? Ich meine, die größte Sache, was wir können beten, so dass alles bleibt in Cholem, was wir machen. Aber bis heutigen Tag, wir können das nicht sehen, dass sie lebt durch uns weiter und wir müssen das gedenken und denken, dass, und verstehen, dass sie nicht in Cholem. Das ist eine Sache, was ist passiert, eine schreckliche Geschichte, was ist passiert mit unserem heiligen Volk, wo heute, der offizielle Tag vom Holocaust, Hofches, Nissen sei mir, heute der Tag, bezeichnet die ganze jüdische Welt und nicht nur jüdische Welt, aber die Jiden, die tragen die Wertigkeit von den 6 Millionen heiligen Menschen, was eigentlich nicht mit uns. Eine Sache wissen wir. Amid, Rebel Chone Wassermann hat gesagt, ist Kulo Eule. Er ist ein Korben Eule. Wir verstehen, als der Neshoma von Aliten lebt und sie stehen bei der Bekisse Akkoidisch und sie fragen und beten bei der Rebäunische Leulam, seine Kinder auf die Welt so weiterhalten teure Mitzvahs. Und ich suche keinen Kommentar, weil, warum, wie hat das passiert. Ich muss dann noch sagen und sagen, ja, das ist gewesen, das ist passiert. Ich bin jetzt in Riege, ich heiße Menachem Barkan. Mein Tate, Oliver Scholem, gewesen der Oberrabbiner, der Hauptrof von Riege und Lettland, der letzte Hauptrof von Lettland, Lubavitcher Chosid, der Schelier von Lubavitcher Reben, und getan aus. Aber die wichtige Sache, er hat gesehen und gemacht, was wir haben gelernt, von ganzer Weg von Lubavitch, lieber um den zweiten Iden. Zum ersten zu sehen, dem Id wie ein Id. Und macht nicht die Rechnung, wie fromm ist er. Macht nicht die Rechnung, wie stark ist er, wie er schön ist. Guck, wie ein Id ist er. Lass dir die Bewohnische Leute, wir sind allein. Machen dem Chesben, wie von Mitzvahs Alter Ruiz. Aber Mitzvahs muss Ruiz halten. Und manchmal kommt es Ruiz, als der Rebischte viel der Welt und den Schommes kommen zu nehmen und sagen, wir wollen dort denkbar sein. Und jetzt seht ihr, wir sehen in der ganzen Welt eine Sache, entschuldigt mich schon, Goyim, was machen die Arbeit? Mein guter Freund, der Professor Katz, er ist ein bisschen gedacht. Wie können wir das machen? Er lebt darum und macht das. Er wird das auch stemmen später, was ich auf das gesagt habe. Ich mache das bei ihm. Also er ist bei mir rausgekommen. Kommen zu mir einer, nicht kein halochischer Ried, und fragt, Rebbe, was ist ein Ried abhoben? Sein Tate gewinnt behalten, in der Mechomezeit, in der Wand, die Mama nicht gewinnt, kein Jiddische dennoch. Da hat der Chaste gehabt, die Frau, was er gerettet. Da sag ich, Georg, er ist schon alle was schon. Ein Jid haben zwei Sachen, in Riege. Noch ein Passport. Ein Jid haben noch ein Pass. Und zweitens, mit Museum in einem Museum Ghetto. Hat er mich gebracht auf den Platz, wo wir sammeln uns den ganzen Mist von dem Markt. Das ist ein Geschmack. Es gefällt dir, Rebbe? Sag ich, ja, ich habe schon gesehen den ganzen Platz. Nur ich war bei Baruch Hashem bei 7 Jahren. Und in diesem Jahr im Museum sind die Besucher 100.000. Der wichtigste Platz im Museum ist der Gas vom Ghetto. Originale Steine von der Ghetto-Gas mit rund 76.000 Namen von lettischen Jiden, was
gekommen auf von Isha Keda, wird gekommen, was umgebracht, umgekommen, verbrennt, keiner weiß nicht, wo sein sie. Und noch 25.000 nehmen von dem Iden aus Deutschland, Österreich, Tschechoslowakei, aus Theresien, wird gebracht in Riege, speziell zu vernichten, zu verschargenen. Wir gewinnen noch 5.000 Freuen aus Auschwitz. Wir sehen, dass die Freude, was gesprochen, gerät Ungarisch. Wir haben nicht leider den Namen. Heute, wir denken, dass sie gewinnen, den Freund von Transsibania. Eine La Mappele, Emetzel hat gebracht, sieht das so ist, als eine von den Freunden, junge Freunde, gegeben für ein Stück Bräut. Und das ist geblieben. Was wir dort machen? Wir haben Besand herausgegeben über 30 Bücher. Wir machen Sachen, die Geschichte, wie es gewinnt. Wir diskutieren nicht, mit keinem nicht. Das sind die Fakten, das rät sich. Und wir müssen so, jeder von der, kommt in Musee Ghetto zu besuchen, er soll sehen, wie es gewesen damals. Und so machen das alles so, als alte Goye, sagen wir, nicht jüdische Freude, ich rede Jüdisch, kann ich sagen, Jüdisch, wie es richtig, aber die will kommen und sehen die Gasghetto und alles, was sie sehen, alle Bilder, alles, was sie da ausgestellt, sie wird verstehen, als ihre Eltern oder Eltern der Familie haben das gesehen mit den Augen. Ich sage, sie haben teilgenommen mit dem, die haben gesehen mit den Augen. Und damit, wir wollen sagen, kein Nomen ist nicht verfallen. Kein Eid ist nicht vergessen. Und jeder Eid hat seine Matzeve. Und jeder Eid wird kommen, wird Zeit Mashiach, wird aufstehen. Und nun sagen die alle, was machen mit dem Denkmal, die sagen, großen Dank, was du dir gemacht hast für uns. Komm, erzähl, was macht ein Museum, man kann das auch Zeit. Wichtig gesagt, kommt und besucht. Wenn ihr heute Zeit mal besucht ein Museum von Riege, wenn heute ist keine Zeit in Riege, geht in Litte, geht in die Ukraine, in der ganzen Welt, man hat gehargete Iden überall. Jeden Platz, man hat gehargete Iden. Die Systeme ist gewöhnt dieselbe. Und die jüdische Nishome ist geblieben. Man kennt nicht. Hargenen, a jüdische Neshome. Und heint mir können sagen stolz, Am Israel chai. Und wenn wir verstehen, als Am Israel chai, wenn wir wissen, als die Licht, die Kerze, die Licht von der, in die Gedenksmal, in die Sekoren, wir können nicht das verlöschen. Seid gesund und mit noch sorgt auf gesunden Summe, und nach Freilichen Tomit. Von Iden in Lettland. Was kann man hoffen? Was ist die schönste Zukunft, was man kann hoffen? Realistisch, man muss es dick für Iden in Lettland. Ihr redet mit der Lubavitch im Haus, was kann man sagen mit Iden? Ja? Obwohl, ich mache nicht viele Sachen, aber ich kann sagen, das Wichtigste, was kann man hoffen, die Iden, und die Iden so kommen in Schule, kommen zu den Gedenkmal, zu der Geschichte, zu den teuren Mitzvahs. So jüdische Kinder werden jüdisch für unser Verständnis. Und sie sollen wachsen und denken, als ihre Bobes und Seides geben feine Jiden. Und wenn sie denken, dass so Bobes und Seides feine Jiden. Und wenn ein Jid gedenkt, dass er hat eine jüdische Bobbe, er wird hat mehrere Möglichkeiten, bleibt ein Jid.